Servus Leute, ich hoffe es geht euch soweit gut. Ja, heute haben wir einen sehr schönen Tag und zwar Max hat bei seinem E92 M3 die Grillabgasanlage verbaut, also sein Endschalldämpfer. Und ja, den dürfen wir uns dann heute mal live zum ersten Mal anschauen. Also ich bin echt extremst gespannt, wie er sich anhört. Er hat gemeint, er ist super, super zufrieden vom Klang her. Also ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Er hat dann auch ein paar Videos gemacht vom Umbau. Die werde ich dann einfach mal hier dann ja, vorab einfach danach dann mal einschneiden. Ich weiß jetzt nicht genau, was er alles gefilmt hat. Aber ich hoffe, es gibt euch zumindest ein bisschen Eindruck, was man, ich sag mal, alles so beachten muss beim Umbau von dem Endschalldämpfer. So, haben wir mal die Hauptbestandteile vom Endschalldämpfer. Was ich schon gesehen habe. Verbindungsrohr zur X-Pipe. Leider nicht so schön geschweißt. Innen gar nichts, einfach drüber gestülpt. Hätte man schöner machen können, aber gut. Blenden nicht mit dabei. Klappensteuerung liegt auch noch irgendwo. Wir waren jetzt die Autos waschen und haben uns jetzt hier nochmal auf der Landstraße getroffen, dass wir einfach mal ein bisschen unsere Ruhe haben, dass wir auch mal hier jetzt ein bisschen filmen können. Also ich meine, den E92 M3 von Max kennt ihr sehr gut, auch von der Alpentour. Da stehe ich und da hinten steht noch der Chrissy. Genau, und ja, ansonsten, also das war jetzt eigentlich die beste, ich sag mal, Lösung für den Max, auch die legale Variante. Also die ganzen... Max, sperr mal kurz auf. Die ganzen Kabel für das ganze Steuermodul und für die Klappen sind jetzt alle im Prinzip hier unten dann verlegt. Natürlich muss man dann durch das ganze Auto dann die Kabel auch vorne an das Campus verlegen. Aber er hat gemeint, es ging eigentlich relativ gut. Ja. Ja, und ansonsten vom Klang her ist er bis jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie man auch sehen kann, hat er noch keine Blenden, die wird er jetzt noch entweder bauen lassen oder selber sich was bauen. Grill bietet ja auch welche an, ich glaube in Schwarz und Edelstahl, aber er hat sich jetzt einfach dafür entschieden, einfach ja, sich selber welche zu machen oder wie gesagt vielleicht eine andere Art von Blenden zu verbauen. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, wir geben dann euch mal einen kleinen Soundcheck, dass ihr auch mal wisst, wie sich die schöne Abgasanlage anhört. So, jetzt gibt es erstmal einen schönen Soundcheck. Ich mache jetzt auch noch ein paar Schritte nach hinten. Nicht, dass es bei mir das Mikrofon vielleicht zerreißt. Ja, kann man machen. Es ist krass, was das für ein Unterschied ist. Also ich glaube, es gibt kein Auto, das geilere Downshifts hat als der E92 M3. Der Max fährt jetzt hier nochmal vorbei, aber ist schon echt einfach brutal, was das für ein Soundunterschied ist, wenn die Klappe auf ist, wenn sie zu ist. Der Max ist bis jetzt echt super zufrieden. Es ist halt auch geil mit der ECE-Zulassung. Es ist alles legal, ja. Und das hat man halt leider immer ein bisschen Problem gehabt mit dem E92, was Legales zu bekommen, das sich gut anhört. Einfach wie Musik in den Ohren. Ich brauche auch ein V8. Boah, das ist geil. Das ist echt geil. Also kann man echt nichts dazu noch sagen. Ja.
hoffe, das Mikro nimmt es auf. Zufrieden? Oh ja. Wie das halt, ey. Und es fliegt. What the fuck? Ja, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Klang findet. Also der Max ist sehr zufrieden. Ich bin auch sehr beeindruckt. Ja, der Max ist sehr, sehr glücklich. Vor allem halt, wie gesagt, jetzt halt eine legale Variante mit ECE. Du kannst auch die E-Venturi ansaugen und auch mit der Kombination fahren. Und ja, also schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch der Klang gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.